Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Bevor wir mit dem Let's Play beginnen, noch einmal ein paar wichtige Informationen für euch. Leider gibt es aktuell noch keine Neuigkeiten zum Fall der vermissten 9-jährigen Valeria aus dem sächsischen Döbeln. Wenn ihr diesen Fall noch nicht kennt, es gibt auf meinem YouTube-Kanal dazu ein Video zu diesem vermissten Fall. Ansonsten gibt es im Internet mittlerweile auch umfangreiche Presseartikel dazu. Wenn ihr selbst aus Döbeln seid oder vielleicht Menschen kennt, die in Döbeln wohnen, dann teilt bitte diese Information über den vermissten Fall und informiert die Leute darüber. Und wenn jemand irgendwie Informationen zu dem Verbleib dieser Schülerin hat oder irgendetwas gesehen hat, dann meldet euch bitte umgehend bei der Polizei, beim Polizeirevier Döbeln oder eben direkt bei der Polizei über die Notrufnummer 110. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so viel zur wichtigsten Information dieses Videos. Nun aber zum Let's Play. Und wir befinden uns heute, wie ihr seht, wieder in Trainsim World 4. Auch hier gibt es Neuigkeiten. Und zwar gab es am Montag für Trainsim World 4 ein großes Update. Bei mir war das insgesamt 4,7 GB groß. Und das Update betrifft zu 99% vor allem die englischen Strecken. Und das betrifft viele englische Strecken, zum einen die neue London Overground Suffragette Line, zum anderen aber auch schon die etwas ältere Brighton Main Line. Das Update ist, also es liefert jetzt keine neuen Features, aber es liefert für viele englische Strecken eben größere und kleinere Updates. Das größte vielleicht daran ist, dass der Gatwick Express jetzt ein Lackierungsupdate bekommen hat oder eine neue Lackierung bekommen hat und der ist jetzt wohl auch auf der London Overground zu sehen. Die komplette Liste des Updates, die könnt ihr euch auf Steam oder im Forum von Dovetail Games durchlesen. Ich habe mir gedacht, da aktuell noch nicht. Achso, halt noch eine Information zu Trainsim World 4. Und zwar, ich bin nach der Roadmap gefragt worden und das nächste Roadmap-Update, das wird morgen am Donnerstag, dem 6. Juni 2024, veröffentlicht werden. Ich bin wieder sehr gespannt, welche neuen Informationen es dann hierzu geben wird. Und nun zum eigentlichen Let's Play. Ich habe mir gedacht, da jetzt aktuell beim Spiel noch nicht so viel los ist, wir schauen uns heute wieder eine der Classic Routes an. Und zwar die zweitälteste Strecke und das ist die deutsche Strecke Ruhr-Sieg-Nord, also die zweitälteste deutsche Strecke. Tiefe Täler, enge Kurven und malerische Ausblicke, all das werden Sie in Trainsim World Ruhr-Sieg-Nord auf einer der ältesten Bahnstrecken Deutschlands erleben. Fahren Sie mit Zügen über die historischen Schienen des Ruhrgebiets und halten Sie die genauestens festgelegten Zeitpläne ein. Die Strecke ist in manchen Dingen einzigartig. Zunächst ist es eine von drei Strecken, die den Namen Ruhr in sich trägt. Es gibt ansonsten noch Rhein-Ruhr-Osten und es gibt Hauptstrecke Rhein-Ruhr, aber die älteste dieser drei Strecken, das ist Ruhr-Sieg-Nord. Sie verbindet die Orte Hagen Hauptbahnhof mit Finnentrop. Uns stehen hier bei dieser Strecke wieder 5 Szenarien zur Verfügung. Ich sehe jetzt hier 11 Szenarien, das hängt aber damit zusammen, dass es für die Strecke noch 2 Fahrzeug-DLCs gibt. Ansonsten gibt es auch, wie ihr seht, einen umfangreichen Fahrplanmodus. Die Besonderheit dieser deutschen Strecke ist, dass hier eher mehr der Güterverkehr im Vordergrund steht. Also hier ist eher der Güterverkehr so ein bisschen wichtigeres Thema als der Personenverkehr, aber wir könnten natürlich beides fahren. Ich habe mir gedacht, wir spielen heute mal ein Szenario, was ich noch gar nicht gespielt habe, nämlich leere Rückkehr. Eine Reihung leerer Waggons muss Richtung Norden nach Letmathe gebracht werden, damit sich die Räder der Wirtschaft weiter drehen. Und wir fahren mit der Baureihe 185.2, also einer Lokomotive aus der Trax-Serie. Die Strecke Ruhr-Sieg-Nord war wesentlich umfangreicher als die erste deutsche Strecke Rapid Transit. So, leere Rückkehr. Ein Zug mit leeren Waggons wurde in Plettenberg vorbereitet. Diese müssen für die nächste Produktlieferung zurück zum Lieferanten gebracht werden. Steigen Sie ein und es kann losgehen. Ich sehe aber gar keine Waggons. Wahrscheinlich müssen wir die Waggons erst einmal noch abholen. Hier sehen wir dann unsere wunderschöne Trax-Lokomotive, die Baureihe 185.2, die es erstmals mit diesem DLC gab. Besonderheit war der Fuhrpark, da es gleich 3 Fahrzeuge gab, die gefahren werden können. Einmal hier unsere Trax-Lokomotive, dann unsere 143, die gab es tatsächlich erstmals mit Ruhr-Sieg-Nord und dann unseren Doppelstock-Steuerwagen, auch diesen gab es erstmals damals mit dieser Strecke. So, jetzt müssen wir erstmal den Zug vorbereiten, den Richtungswender auf neutral setzen und da wir wahrscheinlich jetzt nur eine Rangierfahrt
machen. Hier sehen wir gleich mal die beiden Züge entgegenkommen. Die 143 mit dem Doppelstockwagen. Wie gesagt, das gab es erstmals mit dieser Strecke. Ich werde jetzt hier für das Rangieren, ich glaube, wir müssen die Wagen nämlich holen. Genau, wir müssen erstmal die Wagen abholen. Da werde ich jetzt natürlich für den kurzen Bereich keine LZB nutzen. So, dann spielt auch das Thema Aufrüsten hier anscheinend eine wichtige Rolle, da wir eben die Bremsen hier eben erstmal aufladen müssen und dann wieder lösen müssen. Also da hat man hier bei diesem DLC noch richtig Wert draufgelegt. So, dann Stromabnehmer heben und das Ganze schließen. Da sehen wir, dass jetzt auch der Stromzufluss stimmt. Dann müssen wir die Lichter anmachen. Und die Parkbremse muss noch gelöst. Moment, was muss ich jetzt hier machen? Das Ganze auf hell stellen. Und dann muss die Parkbremse natürlich noch gelöst werden. Damit wir uns nun hier mit dem Zug in Bewegung setzen können. Und zu unseren Güterwagen rollen können. Und das werden wir auch machen. Ihr könnt euch auch auf meinem YouTube-Kanal noch Videos anschauen, wie diese Strecke im Ursprungszustand aussah, wo sie gerade veröffentlicht wurde. Denn die Strecke war ja eine der Strecken, die noch zu Zeiten von Train Sim World 1 veröffentlicht wurde. Im Jahr 2018 war das. Und wie gesagt, die Besonderheit dieser Strecke ist halt eben, dass wir gleich drei Fahrzeuge haben, dass wir erstmals auch auf einer deutschen Strecke Personen- und Güterverkehr fahren können, denn ihr erinnert euch an Rapid Transit, da können ja im Fahrplanmodus kein Güterzug gefahren werden. Damals gab es ja noch nicht die Möglichkeit, das freie Spiel oder selbst Szenarien zu bauen. Das ist ja alles erst nach und nach veröffentlicht worden. Ein Kritikpunkt, den ich ja bei der Strecke anbringen muss, also landschaftlich und so, ist sie ganz schön ausgestaltet, aber leider spielen alle Szenarien bei relativ ungünstigen Wetterbedingungen. Das muss man ganz klar sagen, das ist definitiv hier ein Kritikpunkt bei dieser Strecke. Ein Szenario spielt bei Bewölkung und die anderen Szenarien spielen dann bei Regenbedingungen. Und das muss ich persönlich klar kritisieren. Ich mag es ja immer, wenn zumindest ein oder zwei Szenarien bei schönen Wetterbedingungen spielen. Aber gut, das ist sicherlich Ansichtssache und sicherlich meckern und jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. So, jetzt haben wir unsere Güterwagen erreicht. Und da könnten wir jetzt natürlich zum Ankuppeln aussteigen. Ne, wir sind noch zu weit weg, oder? Wir sind wahrscheinlich noch zu weit weg. Okay, und das Ankuppeln mache ich mal am besten so, da gehe ich meistens in die Taste 8, die frei bewegliche Kamera. Und gucke mir das Ganze dann hier so an. Und setze mich so ganz langsam mit dem Zug in Bewegung, dass wir die Wagen ankuppeln können. Wir hatten das ja neulich sogar auf der Semmeringbahn mal an einem Berg gehabt. Da war das Ganze noch ein bisschen schwieriger. So, wir kuppeln an. Und dann machen wir die Scheibenwischer aus. Dann denke ich mal auch, die Zugbremse muss auf Lösen gesetzt werden. Okay. Und dann muss der Richtungswender auf Ausgesetzt werden. Ja, haben wir auch. Und dann müssen die Lichter natürlich ausgeschalten werden, das ist klar. Und dann müssen wir uns auf zum hinteren Führerstand begeben. Leider können wir bei der Lokomotive hier nicht durch den Maschinenraum gehen. Deswegen müssen wir einmal nochmal hinaus in den Regen und begeben uns jetzt hier ans andere Ende des Führerstandes und nehmen hier wieder Platz und müssen diesmal das Licht hier wieder einschalten. Und das Ganze muss hier auch auf hell gesetzt, oder muss ich das auf hell setzen? Ja, muss ich anscheinend auf hell setzen. Gut. Dann muss auch hier der Richtungswender wieder vorwärts gesetzt werden und dann haben wir auf einmal die Spannung verloren. Und müssen die Bremse wieder zurücksetzen. Und dann soll ich losfahren, aber das geht ja noch gar nicht. Ich muss den Strom nämlich nochmal heben und das Ganze hier nochmal schließen, sonst hätten wir nämlich nicht losfahren können. Dann werde ich jetzt aber natürlich für die Fahrt auch die ALFB benutzen, die hier jetzt aktiviert wurde. Und da werden wir erstmal die Abfahrgeschwindigkeit hier vorhin. Wichtig ist, wenn ihr die vorher schon aktiviert habt, hier für die Rangierfahrt, dann hat das hier irgendwie eine Macke, selbst wenn ihr sie deaktiviert. Deswegen empfehle ich das immer erst, wenn ihr auf die Strecke geht, dass ihr dann fahren sollt. So, dann können wir uns in Bewegung setzen mit unserem Zug. Leistung hat er bekommen. Und das müssen wir mal gucken.
dass jetzt hier die Fahrt auch losgeht und sie geht los. Ist mir gerade auf. Ja, so, dann machen wir uns die Scheibenwischer an. Dauerhaft, das brauchen wir auf jeden Fall bei diesem schlechten Wetterbedingung. Achso, wir schalten natürlich noch die PZB und die SIFA ein. Das habe ich jetzt mit Tastenkombination gemacht. Ansonsten kann man das hier hinten, glaube ich, auch machen. Genau, sind alle eingeschalten. Perfekt. Da sehen wir mal unseren Zug. Wir können ja mal gucken, wie schnell der fahren darf. Das machen wir gleich. Das verlassen wir aber erstmal den Bahnhof. Nicht auch wundern beim Sound. Die Wagen sollen ja laut, sollen ja wohl leer sein. Das bedeutet, wir dürfen dann, so wie es aussieht, hier wirklich die 120 fahren, wenn die Wagen leer sind. So, wir sind immer noch in der restriktiven Überwachung. Und brechen nun auf in Richtung Letmathe 103. Also wir werden nur einen Teil dieser Strecke befahren. Die komplette Strecke, die ist, meine ich, so um die 60, 70 Kilometer lang. Und die Fahrt mit dem Regionalexpress dauert hier so in etwa 50 Minuten. Und mit der Regionalbahn ist es, glaube ich, sogar eine Stunde, wenn ihr überall haltet. Landschaftlich gestaltet ist die wirklich ganz hübsch und schön. Und es ist natürlich eine Strecke, die meiner Meinung nach auch Potenzial hat, sie auszuweiten. Mithilfe eines Upgrades, ähnlich wie das mit der Long Island Railroad passiert ist, dass es da eine 2.0-Edition gab und hier hätten wir durchaus Potenzial, beispielsweise von Finnentrup in Richtung Hagen, von Finnentrup in Richtung Olpe zu bauen und dann mit dem Blind da die Biegetalbahn zu fahren oder eben dieses Teilstück oder und dieses Teilstück dann von Letmathe in Richtung Iserlohn noch dran zu hängen. Auch das ist eine durchaus, meiner Meinung nach, interessante Edition. Wieso fahre ich denn eigentlich in PZB-Modus U? Das heißt, wir dürfen nur maximal 100 km/h fahren, weil der geht ja nur bis 105. Okay, das ist schon mal gut zu wissen, obwohl wir ein leerer Güterzug sind, aber es wird schon seine Richtigkeit haben. Das Ganze wird auf jeden Fall... Ja, es wird schon stimmen. Das heißt, die Überwachungsgeschwindigkeit ist dann nur 55. Die Strecke hier selbst, wie schon erwähnt, ist eine der ältesten Strecken, die es für Trains and World gibt. Das ist die zweitälteste deutsche Strecke. Und diese Strecke erhielt ebenfalls ein Preservation-Update, so wie das ja bis zum Ende von TSW 2 mit allen deutschen Strecken hier der Fall gewesen ist. Und mit diesem Preservation-Update, da hatten wir dann zum Beispiel auch die Kurvenüberhöhung, die Zugzielanzeigen am Bahnsteig, dann ein einheitliches Wolkenmodell. Das Ganze ist natürlich nicht vergleichbar mit zum Beispiel den Trains and World 3 Features. Da können wir das bei absolut nicht vergleichen. Aber es sieht jetzt auch nicht so aus wie zum Release der Strecke. Denn da gab es schon noch einen optischen Unterschied. Wie gesagt, Release von Rapid Transit oder von... das könnt ihr euch ja auf meinem Kanal anschauen, wie Rapid Transit oder wie Rosig Nord ganz zum Anfang an aussahen. Das könnt ihr euch ja, wie gesagt, anschauen auf meinem YouTube-Kanal. So, die Frage ist natürlich hiermit, wieso muss ich im PZB-Modus U fahren? Aber gut, wir bleiben jetzt einfach im Modus U. Diejenigen, die hier die Szenarien gebaut haben, die werden schon wissen, was sie hier getan haben. Die Strecke führt uns durch das, ich meine, dass es das Rothaargebirge ist, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege. Und da sehen wir natürlich links und rechts Berge, Täler, es gibt einige Tunnel. Es gibt jetzt aber keine super hohen oder wichtigen Brückenbauwerke entlang dieser Strecke. Was sich viele aber auch hier wünschen für diese Rosig-Nord-Strecke, das ist natürlich vor allem eine Erweiterung der Strecke Richtung Siegen und somit die komplette Rosig-Line. Es gibt die Strecke ja auch für den Train Simulator Classic und da führt sie von Hagen sogar über Finnentrup hinaus bis nach Siegen. Wir können doch mal einen Blick auf die Strecke werfen. Wir sind jetzt so in etwa hier, fahren jetzt so in etwa ja, die Hälfte der Strecke ab. Hier unten im Süden befindet sich Finnentrup. Und hier im Norden befindet sich Hagen inklusive der Güteranlagen und dem Hauptbahnhof. Hagen ist auch Ausgangspunkt der Strecke Rhein-Ruhr-Osten. Und da könnt ihr von Hagen dann bis nach Wuppertal fahren. In Wuppertal sogar die Schwebebahn beobachten.
Es ist leider nicht möglich, diese Strecken zu verbinden. Das ist leider nicht möglich. Weil das immer wieder gefragt wird. Ja, ein bisschen schade, dass wir hier für dieses Szenario so etwas blödes Wetter erwischt haben. Man denkt immer, hier kommt gleich die Sonne raus, aber dem scheint nicht so zu sein. Es scheint immer noch der Regen zu sein. Das war immer bei den alten Strecken irgendwie so kurios, dass du gefühlt Sonnenschein und Regen hattest. Aber im Fahrplanmodus oder im, da könnt ihr euch natürlich dann auch schönes Wetter einstellen, wenn ihr das möchtet. Die Strecke Ruhrsieg-Nord sollte eigentlich, wenn sie zumindest ermäßigt ist, eigentlich in jeder Sammlung nicht, also es sollte in keiner Sammlung fehlen, wenn ihr deutsche Strecken mögt. Zugbeeinflussung. So, hier müssen wir zum Glück nicht quittieren, aber wir erinnern uns ja an Rapid Transit, da war das an einem Signal wirklich der Fall, dass da quittiert werden muss. Also, nochmal zurück, denn die Strecke sollte eigentlich auf keiner keiner Sammlung fehlen, denn weil es bei vielen anderen deutschen Strecken, zum Beispiel der Strecke Hauptstrecke Rhein-Ruhr oder späteren deutschen Strecken, sehr oft auch hier auf die Güterwagen zurückgegriffen wird und dadurch bei anderen Strecken weitere Fahrplanfahrten möglich sind. So, hier gilt dann wiederum 100 und davon kommt dann irgendwo eine 70 und die ist dann natürlich quittierpflichtig. Diese 70, der wir uns dann gleich nähern werden, müssen wir gucken, wo die angekündigt wird. Die Strecke, die wir zu fahren haben, um die 20 Kilometer, ja, ist halt schon ein kleines Stück, was wir da jetzt hier zurücklegen müssen. So, du bist, glaube ich, nicht quittierpflichtig, aber du da vorne bist auf jeden Fall quittierpflichtig. Und das heißt jetzt in der Tat für uns, wir müssen wirklich zurück auf diese Überwachungsgeschwindigkeit von 55 Stundenkilometern. Und das, ihr seht, da hat der Zug ganz schön zu tun. Hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht in die Überwachung reinrutschen. Hier, das müsste jetzt die Station Werdohl sein. Ja, müsste jetzt Werdohl sein. Oder wir sehen sie eigentlich gleich hier am Bahnsteig. Ist auch wieder zu krass gebremst. Ja, PZB-Modus U ist dann auch schon relativ anspruchsvoll. So, hier können wir uns erstmal befreien. Und dann können wir hier natürlich die 70 anwählen. Na, ihr seht also, man braucht ein bisschen das Gefühl zum Bremsen. Ich bin auch lange nicht mehr hier mit diesen Lokomotiven gefahren. Wir können ja mal gucken, welcher Bahnhof das war. Es müsste aber meiner Meinung nach hier Werdohl gewesen sein. Ja, doch noch was gemerkt und gelernt. So, jetzt geht es erstmal wieder auf 70, dann auf 90. Ihr seht, sehr kurvenreich die Strecke und es sind schon einige Geschwindigkeitswechsel hier, die während der Fahrt passiert werden. Und zum Teil eben auch quittiert werden müssen. Das Szenario, ihr habt es ja vielleicht gesehen, wird angegeben mit einer Spielzeit von 45 Minuten. Ich kann nicht sagen, ob das stimmt. Ich habe es, wie gesagt, in der Tat, ich habe die Strecke seit Release, also seit über 6 Jahren, und in der Tat habe ich dieses Szenario noch nicht gespielt. Ich habe extra nochmal auf meinem Kanal geschaut. Und wir haben es in der Tat noch nicht gespielt. Und offline spiele ich ja kaum irgendwelche Szenarien oder sowas. Maximal anspielen und zu schauen, ob sich das für ein Let's Play lohnt. Aber es ist nicht so, dass ich offline da jetzt Szenarien durchspiele. Dann verfügt diese Strecke auch über das kürzeste Szenario, was ihr auf einer deutschen Strecke spielen könnt. Und das heißt Aufgewacht. Da befindet ihr euch dann am Bahnhof von Finnentrop und müsst dort einen Zug aufrüsten. Und zum Bahnsteig bringen, wer müsst ihr da nicht machen. Das Ganze ist circa innerhalb von 7 Minuten abgeschlossen. So, hier muss der Zug wieder runterbremsen. Oh, oder doch nicht. Okay, wenn es nicht quittiert werden muss, bitte, dann bleibst du natürlich bei den 80. Das hat man häufig bei den älteren Strecken, dass das halt nicht so ganz so genau dann gemacht ist. Aber soll mir natürlich recht sein. Zwangsbremsung kriegen wir nicht, die hätte jetzt schon lange kommen müssen. Ich finde den Außensound hier geil, von der Lok an den Güterwagen.
was man natürlich bei den alten Strecken, ihr seht es ja beim Screenshot machen, auch sieht, sind natürlich hier Kollisionsabfrage der Objekte. Die ist ja bei alten Strecken wesentlich häufiger noch vertreten als bei neueren, wo viele Objekte dann keine Kollisionsabfrage mehr haben. Aber ihr seht, dadurch, durch diese relativ geringen Geschwindigkeiten, zieht sich das Ganze natürlich. Und die 12 Kilometer, das ist wie bei jeder anderen TSW-Strecke auch, die sind in der Tat nur Luftlinie gemessen. Das heißt, die tatsächliche Strecke ist wahrscheinlich deutlich länger, die wir fahren. Ihr seht, wir schlängeln uns ja hier durch und wir haben doch ein ganz schönes Stück hier zu fahren. Und viel schneller als, glaube ich, 120 fährt man hier nicht, auch nicht mit dem Regionalzug. Ich glaube, die Gütergeschwindigkeiten scheinen hier aber noch ein bisschen langsamer zu sein. Da kann ich mich aktuell nur auf mein Erinnerungsvermögen berufen. Also wie gesagt, ein Transim World 4 Upgrade dieser Strecke wäre genial. Gerade solche Berg- und Talstrecken, die sehen da immer richtig klasse aus. Ja, und vielleicht die Biggetalbahn nach Olpe und dieser Abschnitt nach Iserlohn noch dran. Und schon hat man wieder sehr abwechslungsreichen Personenverkehr. Natürlich wäre es auch interessant, Richtung Siegen zu gehen. Das kann ich mir aber kaum vorstellen, weil dafür wiederum der große Güterbahnhof in Letmathe in Kreuztal gebaut werden müsste und solche großen Güterbahnhöfe. Ich habe so den Eindruck, dass die versucht man so ein bisschen im TSW zu vermeiden. Aber das ist nur mein persönlicher Eindruck, den ich habe. Vielleicht täuscht mich das auch. Weil das größte Problem an solchen Rangierbahnhöfen, das müsste ja wahrscheinlich auch sein. Das ganze Spiel soll ja noch auf den Konsolen funktionieren und natürlich auch auf die Konsolen der 8. Generation, also PlayStation 4 und Xbox One. Und da scheinen so eine riesen Rangierbahnhöfe wirklich problematisch zu sein. Vermutlich ist das auch der Grund, warum die Strecke Kassel-Würzburg, eben der südliche Bereich von Würzburg nach Gebünden, dort nicht befahrbar ist. Aber das sind halt, wie gesagt, reine persönliche Vermutungen und Spekulationen zu diesem Thema. Ich glaube, so offiziell Informationen gibt es dazu nicht. Also wir tuckeln hier mit 80? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das ist wieder sehr positiv zu bewerten, dass es auf vielen Strecken eben Güterzuggeschwindigkeiten und Personenzuggeschwindigkeiten gibt. Die sind ja im echten, bei der echten Bahn ja auch nicht selten voneinander abweichend. Das heißt, dass Güterzüge oftmals langsamer auf Streckenabschnitten fahren als Personenzüge. Ich glaube, ein Personenzug fährt hier mindestens immer 100. Aber das Ganze kennen wir auch schon vom Train Simulator Classic. Also man hat hier viele Sachen aus dem TS Classic, also aus dem Train Sim Classic, einfließen lassen in TSW, die sich da in diesem Spiel schon bewährt haben oder positiv aufgenommen wurden. Und ihr seht auch hier, ein Tunnel jagt den nächsten. Und wir sind nur noch weniger als 10 Kilometer Luftlinie von Letmathe Gleis 103 entfernt. Natürlich ist das schade, dass dieser Rollsound seit dem Umzug auf TSW, also seit diesem Rush-Hour-Upgrade, eigentlich diese ganzen Rollsounds hier zerstört wurden. Das klang nämlich in der ersten Version echt besser. Und das sind halt so Probleme, die bis heute nicht wirklich behoben wurden. Meine persönliche Vermutung ist ja einfach, dass hier lediglich irgendwelche Verlinkungen nicht mehr funktionieren. Ich würde es mir natürlich wünschen, wenn man sich die alten Strecken nochmal vornimmt und zumindest solche Probleme behebt, dass einfach der Rollsound noch ein bisschen authentischer klingt, so wie wir das von den neuen Strecken ab TSW 3 kennen. So, da kommt wieder eine 70, die ist dann auch wieder quittierpflichtig. Und das würde für uns natürlich wieder bedeuten, auf diese Überwachungsgeschwindigkeit, aber auch hier liegt kein Magnet. Und von daher das Ganze sehr entspannt. Aber das hier bergab geht, müssen wir. Also das ist toll, wenn nicht überall die Magneten liegen. Da ist jetzt für unsere spezielle Fahrt sehr entspannend. Beim Personenzug wäre das egal. Da könnten wir einfach bei den 80 bleiben. Aber bei unserer hier Modus U ist es nicht egal. Da hätten wir jetzt sonst auf 55 runterbremsen müssen. So, und ihr seht, die AFB regelt das mittlerweile allein schon ganz gut. Dann durchfahren wir hier die nächste Station. Ich glaube, auch die Bahnsteige hat man hier mal irgendwann erneuert, wenn ich das richtig weiß. Das ist Altena, das ist, glaube ich, schon der letzte Halt vor Letmathe. Da kommt uns gleich der nächste Güterzug entgegen. H
passend können wir dazu natürlich Screenshots machen. Seht also, der Güterverkehr spielt auf dieser Strecke eine wirklich wichtige Rolle. Und nicht wundern, dass die Zugseilanzeigen da nichts anzeigen. Das ist in den Szenarien so bei den alten Strecken. Wenn ihr jetzt im Fahrplanmodus unterwegs seid, dann funktionieren die selbstverständlich auch korrekt, so wie sie sollen. Ich glaube, der Regen scheint nicht aufzuhören. Davon ist jetzt einfach mal auszugehen, denn zu Zeiten, wo diese Strecke gebaut wurde, da gab es das noch nicht, dass das... Oder doch, da gab es Szenarien, wo das Wetter gewechselt hat, aber das waren die wenigsten. Denn im Fahrplanmodus konnte das Wetter da nicht wechseln. Das gibt es ja erst seit Trains in World 4, dass es ein dynamisches Wetter gibt. 6,6 Kilometer sind es noch zu fahren. Und was sollen wir denn dann eigentlich noch machen? Dann sollen wir Hauptschalter ausmachen, Licht aus, rüsten wir lediglich noch die Lokomotive ab und das war's dann. Also... Und dann können wir wieder 80 Stundenkilometer schnell fahren. Aktuell noch 5 Kilometer. Wir schauen mal, wo wir uns befinden. Ja, es, ja gut, könnte hinkommen. Sind vielleicht in Wirklichkeit 6 Kilometer. Ist schon noch ein kleiner Bogen, den wir hier fahren. Also von hier bis hier sind es 5. Also ich rechne mal in Wirklichkeit so mit 6, maximal 7. AFB, ihr seht es ja selber, die funktioniert hier ganz gut und hervorragend. Ich finde aber, dass man hier die Landschaft, soweit wir das jetzt bei diesem Wetter erkennen können, das hat man ja auch ganz gut hinbekommen. Dass wir wirklich hier durch Täler fahren. Aber interessantester Abstieg wäre natürlich dann eben von Finntrup in Richtung Siegen. Da gab es ja auch so ein ganz langes Stück, was bergab geht und durch einen längeren Tunnel. Aber das ist ja natürlich hier nicht enthalten. So, das wollen wir mal gucken, wann wir... Wir können ja nochmal gucken, wann sind wir losgefahren? Kommt denn das hin? Ich glaube sogar, dass wir ein bisschen schneller am Ziel sein werden. Wir haben jetzt, genau, 16:45 sind wir losgefahren. Und jetzt haben wir noch nicht mal eine halbe Stunde um. Ich glaube, das Szenario ist schon nach einer halben Stunde abgeschlossen, wenn wir jetzt nicht irgendwo noch lange vor dem roten Signal stehen oder noch irgendwelche zusätzlichen Aufgaben erledigen müssen. Dann sind wir viel schneller am Ziel. Da vorne dürfen wir sogar noch mal ein Stück 100 fahren. Wunderbar. Höchstgeschwindigkeit in unserem derzeitigen PZB-Modus. Sonst darf die Lokomotive, glaube ich, 120 auf jeden Fall. Ich meine sogar 140 schnell fahren. Und die 185.2, das war auch der Beginn der Trax-Lokomotiven. Die haben uns dann eigentlich durch komplett TSW 1 und TSW 2 begleitet. Die nächste deutsche Strecke, die danach rauskam, das war dann die Main-Spessart-Bahn von Gemünden nach Aschaffenburg. Da gab es dann erstmals die 146. Dann gab es diese, glaube ich, noch mit dazu. Und mit Ruhr-Sieg Rhein-Ruhr-Osten gab es dann, glaube ich, die 185.5. Ich glaube, 145 gab es da noch nicht, wenn ich richtig weiß. Also, es ist, also die Lokomotiven, die stammen alle aus der gleichen Familie dieser Trax-Lokomotiven. Aber die haben natürlich technisch... Was ist mit dem Strom, nehmen wir los? Aber die haben natürlich technische Abweichungen. Ich glaube, die 185 ist zum Beispiel eine... Ich weiß gar nicht, was der Unterschied zwischen 185 und 155 ist. Also ich glaube, die haben wirklich... Da muss man halt im Detail suchen. Aber die haben alle ihre Spezifikationen. Die 146 zum Beispiel, die ist ja vor allem für den Personenverkehr gedacht. Die für Nahverkehrszüge... Die 145 habe ich aber auch schon vor Nahverkehrszügen und Intercities gesehen. Also die kann beides. So, jetzt geht es nochmal auf die 100 hinauf. Aber ich ahne schon, wenn wir auf dieses Gleis 103 fahren sollen, dass wir da wieder eine relativ geringe Einfahrgeschwindigkeit haben. Deswegen müssen wir jetzt hier schön auf die Signalisierung achten. Und da wird aber ganz normal Fahrt signalisiert. Wir sind schon in dieser Rechtskurve. Hier gesellt sich dann auf der rechten Seite auch die Strecke aus Iserlohn dazu. Also Iserlohn-Letmathe heißt dann diese Endstation. Also das wäre nur eine Station gewesen, das da zu erweitern.
Und hier finden auch aktuell ja Systemhalte statt. Die Strecke selbst ist angesiedelt noch zu Zeiten der DB. Das heißt, hier fahren eben wirklich noch DB-Züge und zwar teilweise so, wie sie damals auf der Strecke gefahren sind. Und zwar die eben zwischen Letmathe, also diese Iserlohn-Umläufe fahren wirklich zwischen Letmathe und Hagen nur mit einer Lok und einem Doppelstockwagen. So, wie schnell darf ich da überhaupt reinfahren? Wahrscheinlich nur 40, ne? Kann das sein? Ja, 40. So. Dann sind wir soweit für die Einfahrt jetzt hier an der Station Letmathe vorbereitet. So, hier werde ich mich jetzt nicht befreien, das lohnt gar nicht. Wenn schon das nächste Signal kommt, das signalisiert das mal auch. Ne, das ist noch ein Wiederholer. Da vorne ist das Hauptsignal, das Einfahrsignal, und das signalisiert Halt. Da heißt das dann, glaube ich, Überwachungsgeschwindigkeit auch maximal 45. Genau, das signalisiert Halt, das heißt, wir dürfen uns dann, wir müssen hier quittieren, dürfen uns dann aber logischerweise nicht mehr befreien. Dann werden wir nach einer knappen halben Stunde schon unser Ziel erreichen und wir sind jetzt nirgendwo großartig zu schnell gefahren. Und hier haben wir auch wieder so eine Geschichte. Die 40 ist erst ab davon markiert, weil davon wahrscheinlich erst die Weiche ist. Aber sie gilt natürlich in dem Fall schon ab dem Signal. Dann heißt das für uns einfach so. Jetzt kommt hier auf der Seite hier rechts das Gleis. Das ist das Gleis aus Iserlohn, was sich hier dazu gesellt. Auf das wir jetzt hier, glaube ich, auch ausweichen werden. Wo wir dann sowieso gleich halten müssen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Nicht, dass wir jetzt noch das Signal überfahren. Also Strecke Ruhrsiegnord. Ich kann die Strecke euch auf jeden Fall empfehlen. Da eben, wie schon erwähnt, bei vielen anderen deutschen Strecken in zusätzlichen Fahrplanfahrten dann eben auch hier auf die Güterwagen dieser Strecke und auch auf die Lokomotive zurückgegriffen wird. Von daher sollte man sich wirklich diese Anschaffung der Strecke wirklich darüber nachdenken, zumindest wenn sie im Sale ist. So, wo kommt denn jetzt eigentlich hier der 500-Hertz-Magnet? So, hier müssen wir erstmal mit der Bremse runtergehen. Na komm, löst die Bremse, mein Guter. Ich will nicht, dass du da vorne schon stehen bleibst. Und ihr seht, 500 Hertz Magnet aktiv. Und da war es gut, dass wir jetzt angefangen haben mit Bremsen, Leute. Der will nämlich nur 25 haben. Das hatte ich nicht mal so in Erinnerung. Das hatte ich nämlich nicht mehr so in Erinnerung. Aber klar, es ist eben der PZB-Modus U. Und das ist, glaube ich, schon die restriktive Überwachung. Und das ist ein... Oh, das ist die Schwierigkeit an den älteren Strecken. Da passiert es nicht selten, dass du direkt mit deinem Zug vor dem roten Signal, auch mit deinem sehr, sehr schweren Güterzug vor deinem roten Signal anhalten musst. Ihr seht es ja selbst. Da hatte ich damals auch meine Schwierigkeiten, aber es zählt. Das heißt, die Lok muss jetzt noch abgerüstet werden. Die Schicht wäre erledigt, eine hiesige Mannschaft übernimmt jetzt. Ja gut, dann wünsche ich der Mannschaft weiterhin gute Fahrt. Ja, aber ihr seht schon, wir sollen die Mannschaft anscheinend ärgern. Warte, Parkbremse rein. Ah ne, die löst, die geht selber rein, okay. Du wahrscheinlich dann auf aus, oder? Das ebenfalls auf aus, sehr schön. Und dann sollen wir den Zug verlassen. Und beenden damit unser Szenario hier an dem Systembahnhof von Letmathe. Nämlich der Systembahnhof für die Regionalzüge. Wo soll ich jetzt hin? Da hinten hin. Okay. Gehen wir erstmal aus dem Gleisbereich raus. Ja, und beenden hier am Bauhof anscheinend unsere Schicht. Schauen uns die Auswertung an. Wir kriegen Gold. Es gibt ja, glaube ich, anscheinend bei den alten Strecken hier keine
keine Dings hier. Es werden auch keine Zugsicherungen. Also die alten Strecken werden noch nicht so genau gewertet wie bei den neuen. Wir kriegen 4000 Punkte, 30 Minuten, 50 Sekunden. Also 15 Minuten kürzer als angegeben. Gefällt mir auch. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit wären wir mit der heutigen Fahrt fertig. Was ist eure Meinung zur Classic Road Ruhrsieg Nord? Besitzt ihr die Strecke schon? Und wie findet ihr die Strecke? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.